Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rage 2. Was haben wir denn? Wir haben Dada und hier. Machen wir hier das Mutantennest, räuchern wir aus. Ja, ach komm, wir fahren. Oh, langsam werden wir Antivirus-Systeme. Zeit, dass alles hier seinen Gang nimmt. So. Ah, alles ist nämlich jetzt sowieso nicht mehr. Also, alles und jeden muss man jetzt auch hier nicht machen. So, ich mache jetzt hier, dass ich eigentlich in der Folge so weitgehend eigentlich alle zwei Story-Missionen wieder machen kann. Ich weiß nicht, wie lange es geht. Das weiß ich wirklich nicht. Jetzt machen wir alles gleich. Ich hab ja gesprochen, wieder, wir machen eins nach dem anderen. Wir frühstücken einen nach dem anderen ab. So. Boah! Alter, hier ist doch ganz schön schwer zu fahren. So. Und rechts, links. Boah, ganz schön kurvenlastig hier. Wer baut so die Straße? Wir sind da. Viel Glück da draußen. Jo, danke. Mutanten ist ein Brutchen für Abaddon-Mutanten. Brutpass, um das Nest zu säubern. Habe ich jetzt leider nicht lesen können, aber hier kann man sich nochmal gut vorbereiten, das ist perfekt. So, dem geht es anscheinend immer so gut. Hey Ranger, wir haben dieses Loch hier zugemacht, damit die Mutanten unten bleiben und hier nicht alles auslöschen. Ob Ranger oder nicht, das ist reiner Selbstmord. Falls du dumm genug bist, in deinen sicheren Tod zu klettern, solltest du wissen, dass wir das Tor hier fest verschließen. Und wir werden es nicht öffnen, bis alle Schleimsäcke, Eier und der ganze Scheiß weg sind. Die Mutanten verteidigen ihre Brut mit allem, was sie haben. Sie werden versuchen, dich von ihren Eiern und dem ganzen Scheiß fernzuhalten. Aber falls du es schaffst, all diesen Glibber zu beseitigen, werden sie das Interesse an dir verlieren und abzischen. Und dann, aber nur dann, lassen wir dich wieder raus. Kapiert? Keine Sorge, ich mach das. Ja, wollte ich was sagen. Das ist ein Kinderspiel für mich. Aber weißt du was, ich nehme eine Maschine, wer... Ja, töte! Warte mal, was habe ich ausgewählt? Terrordrohne, ja, hier. Ich könnte ein ganz klein bisschen hier drohen. Oder komm hier unendlich.
komm nicht hoch, ich komm nicht hoch. Okay. Ich dachte eher, die hören immer mal auf mich zu jagen. Oh, Leute. Bin out of ammo. Nein, lass mal. So, wo haben wir denn noch welche? Oh, da. Schon ein bisschen anstrengend. Ah, scheiße. Die Ideen aus, wo die Eier sein könnten. Moment, ich müsste mal in mein Inventar, bitte lass mich eins herstellen. Oh ja. So, wo sind noch welche? Warte mal, von dir komme ich ja. So, eine Spore fehlt mir noch. Ja,
Eier irgendwie so sehen. Hui! Was kann ich mal so leicht? Ich muss noch einmal. Das war eklig, aber das Nest ist gesäubert. Sehr schön. Diese Scheiße muss im Keim erstickt werden. Sonst beißen die Viecher irgendwann jemandem in den Arsch. Ja. Warum sind die jetzt alle weg? Na, mein Freund. Habe ich auch das erledigt, wa? Was ist das? Du bist eine Aufladestation, ne? Ach, nehmen wir Lütenposten. Ach komm. Aktiviere Systeme. Ja. Level 3 sollte ich eigentlich hinkriegen. Hey, was soll das denn? So. So, irgendwie keine Ausposten kalt machen. Ziel erreicht. Autsch, Walker! Heiß! Leite Standby-Modus ein. Au. Ich könnte ganz dringend Medikit vertragen. Ja, wo seid ihr denn? Und dann will ich einmal hier. Warte mal, ich hab jetzt. Ich hatte mich fast gerade regeneriert, ey.
eine Kiste. Oh, hab ich verschrieben. Nö, bist du da nicht? Nö. Ich könnte die Schwengelschreck geleuchtet. Ja, renn doch jetzt nicht weg. Okay, ein Türen, das ist mir ein bisschen zu doof. Tatsächlich so ein Dach. So. Ah, okay. Voll Kreis frei, wir kommen hier nur auf das Dach. Sie fragen alle Fragen, wo ist es hier noch so ein Ding zum Hochjagen? Popel, so. Ich suche mal sowas wie eine Arschkiste oder sowas in der Nähe. Jetzt bin ich blind und sehe einen Tank nicht. Was fehlt mir hier? Zwei Treibstofflager fehlen mir noch. Ach guck mal, hier ist ja noch eine. Nee. Thank you.
Na, so geht's auch gar nicht so schwer. So, perfekt. Oh, Verzeihung. Den muss ich eben noch machen. Aktivieren Systeme. Soll mich ehrlich gesagt nicht stören. Ach genau, warte mal. Ach, das habe ich schon gemacht. So ein Banditenunterschlupf. Wir sind da. Der ist oben, ne? Komm bald wieder, Walker. Ah, so Landschaft. Bin zu Hause. War ehrlich gesagt ziemlich leicht. Yay. Waffenkehrmods. Perfekt. Ich benutze so viel dran nicht. Blind, ich sehe sie nicht. Ah. Datenfeld ist so bestimmt immer wieder hier. Ah.
Hey Cousin. So, dann gehe ich jetzt aber nach dem Lilamann. So, hier war Vineland. Gegen den habe ich keine Städte im Moment. Der war auch so Flit Hollow, ja. Ich bin gerade verwirrt. Wo ist der? Genau, Gundabel. Aber ich sollte vielleicht dahin gehen, wo drei Arktronen sind. Die können mir sehr hilfreich sein. Die können echt hilfreich sein. Leite Standby-Modus ein. Hey. Wenn das... Ich kann nicht ertragen, dass dieser Riesenmutant noch da draußen rumläuft und tötet. Jemand muss ihn stoppen. Für immer. Habe ich das nicht schon? Ich hoffe, du kriegst deine Rache, Rain. Hallöchen. Schon mal Mutantenköpfe eingeschlagen? Desdemonia Cold ist die Lady, die du sehen willst. Ich kenne sie, schillernde Persönlichkeit. Ich weiß. Sie ist was ganz Besonderes. Oh, ja, wenn du das meinst. Pass auf die gottverdammten Mutanten auf, Kumpel. Yep. Ich war bei den Mountain Lords. Mann, was die alles hatten in ihrem riesigen Unterschlupf. Der Hammer! Das Zeug, das sie da gehortet haben. So viel Ausrüstung und Waffen und Zeug eben. Aber das war, bevor sich die Mountain Lords der Goon Squad angeschlossen haben und abgehauen sind. Nur mich haben sie zurückgelassen. Haben mich gleich verzogen. Nie zurückgeblickt. Hab das ganze Zeug, all die Waffen einfach dort liegen lassen. Ist garantiert noch dort. Einfach liegen lassen, sagst du? Komm, ich geb dir einen aus. Okay, da sag ich nicht nein. Ja, das hab ich dir. Für die Unterstützung. Den kleinen Schluck habe ich. Ranger? Kann ich nicht mit dir reden? Tolle, wir sind alle Level 5. Okay, dann mache ich heute noch hier. Nee, warte mal. Wo war das jetzt mit den Artentruhen? Oh, wo war das denn? Das ist irgendwie Konvoi. Oh.
Ja, wenn ich irgendwo drin bin, dann geht das anscheinend nicht. Das hört sich auch falsch an. Ja, morgen halt noch so ein bisschen. Bleib am Leben, in Ordnung? Anscheinend habe ich in letzter mehr gemacht als ihr alle zusammen. Was auch immer Projekt, der das sein soll. Aber ich habe ja so. Ja. Ja, Magazin kapaziert. Nach einem Holster. Okay, das hört sich auch nicht schlecht an. Ja, das lasse ich erstmal so, wie es ist. Aktivierungssysteme. So, dann mache ich noch diesen Unterschlupf und dann gehe ich einmal nach Wursum. Wursum hieß es, ne? Ziel erreicht. Naja, hat sich aber schon ein bisschen gelohnt, ne? Nein, wer schießt denn hier? Das war eigentlich ziemlich leicht. Ja, das war überraschenderweise sehr leicht. Ich denke mal, die müsste ich bestimmt. Oh, warte mal, hier liegt doch noch was. Im Wald, die Waldemar. So, der Ort ist auch safe. Das war doch irgendwo hier. War das hier? Jawohl, hier habe ich ja so weit. Hier ist ja noch ein bisschen weit, ne? Ach, es ist Echo Space hier, doch, da fahre ich. Nur war das vielleicht hier? Dann gehe ich da mal schnell Reise hin, so. Also ein paar Truhe.
Habe ich nicht schon wieder gesagt. Ich mach schon wieder auch ganze Zeit Nebensachen. Wo ist mein Auto? Ich will nur mit meinem Auto fahren. Aktiviere Systeme. Ranger, der Scrambler ist so gut wie fertig. Sieht super aus. Ein letztes Puzzleteil fehlt aber noch. Ich habe meine Informantin losgeschickt. Gulo, du kennst das kleine Frettchen, aber sie ist verschwunden. Ich fange langsam an, mir Sorgen zu machen. Ich brauche wohl wieder deine Hilfe, Ranger. Komm beim Arsenal vorbei, ja? Gut, ich komme. Ah, ich habe eine, habe ich hier gesehen. Ah, Truhe. Ja. Perfekt. Das wäre irgendwie cool, wenn ich... Kann man sowas nicht auch irgendwie... auf Level 2 freigeschaltet. Oh, das ist ja cool. Ja, das nehme ich auf jeden mit. Also, ja. Wo ist das denn jetzt? Fokus. Ah, Mann. Das kann ich noch nicht machen. Vielleicht muss ich dafür irgendwelche haben oder so. Oh, ich nehme. Ach, ich muss das erst ja kaufen.
Aber wo? Ich weiß, dass ich das eingebaut hatte, dass ich Dings finden kann. Ja, ich bin so ein Honk. Jetzt habe ich keine Punkte mehr, ne? Ach doch, ich habe davon noch 10 Stück. Ist ja super. Ja, das nehme ich auf jeden Fall mit. Datapad Tracking. Boah, dafür muss ich. Ja, komm, nehme ich. Au. Oh, das ist super, nehme ich. Oh, das nehme ich. Nehme ich. Ach komm. Ja, die Wingsticks, die benutze ich eigentlich ja gar nicht. Ach, das habe ich schon alles gekauft. Was hat die denn so Hübsches? Auch habe ich aus, wollte schon alles. Das Unkraut nervt. Ich sehe dadurch nichts. Weiß ich gerade gar nicht, wo ich bin. Aber ich habe eine Abdruck gefunden, das zählt. Lebensdrüse. Naja, aber immerhin, jetzt kann ich zum Dings watschen. So, ich habe ja gesagt, ich mache jetzt erstmal Story-Mission, ne? Du bist mehr epische Beute. Viel Glück da draußen. Ja, la 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 la, renn bis zum Marshall. Jo. Jo. Hallöchen. Jo, servus. Hi, Beams. Oh, das ist vielleicht unter mir. Da sag ich doch, es ist so. Die Snaker Crew war legendär. Krasse Biker. Aber ihre Zeit ist jetzt um. Meine Leute werden die neuen Snakers. Und als Beweis ist der alte Treffpunkt an der Rennstrecke.
unsere Gewalt in unserer Hand. Fehlen nur noch ein paar Bikes. Dann reiten wir auf unseren Stahlrössern in die Hölle und zurück. Wenn du meinst. Datenpads hier rumliegen, ey. Oder auf der ist bestimmt auch weiter unten. Hey Walker, hier unten. Ranger? Einen Moment bitte, hier ist irgendwo ein Datenpad. Möchte ich eben noch. Du bist es nicht. Ah, da vorne. Boah, da wie viele Datenpads. Aber also, wo liegt das Problem? Gulo ist verschwunden. Und ohne ihre Infos sind wir aufgeschmissen. Ach ja? Nun, der Scrambler sollte den Sicherheitscheck der Obrigkeit überstehen. Dafür muss er aber auf ihr aktuelles Sicherheitssystem ausgerichtet sein. Sonst klappt es nicht. Gulo sollte nachforschen. Jetzt ist sie weg. Kurz vor deiner Ankunft traf endlich das hier ein. Ich, Gulo hier. Ich habe einen alten Obrigkeitsbau gefunden. Über den Uplink-Dart sollte ich herausfinden können, was für ein Sicherheitssystem die Obrigkeit nutzt. Aber es gibt Probleme, Marsch. Die Hügel sind voller Immortal-Shrouded auf der Suche nach Tech und Kills. Ich bleibe in Deckung und halte Ausschau. Ein schrecklicher Spion! Schnappt sie! Bringt sie zur Stiernackenfestung! Marsch! Johendek! Sie haben mich! Was? Die Immortal Shrouded sind kranke Bastarde. Die foltern aus Spaß. Wir brauchen die Koordinaten zu diesem Obrigkeitsbau. Und es wäre besser, wenn meine beste Spionin nicht stirbt. Von wegen Immortal. Die werden schon noch sterben. Ich hole sie da raus. Viel Glück, Ranger. Bring den kleinen Fuselschwamm lebend zurück, ja? Alles klar, machen wir. Bleib am Leben, in Ordnung? So, wo soll die denn sein? So. Jo. Jo, was geht beim Bruder? Wenn das... Hallöchen, willkommen zurück bei Punchies. Bis bald! Ja, ne? Ach ne, Nanotreten kann ich eh schon bei Nanotreten. Oh ja, oh ja. Erhöht ihr? Boah, ist das auch nur eins? Ja, okay, dann mache ich das.
Dö. Bei Defibrillation finde ich doch schon eigentlich recht wichtig. Ja. Wir sehen uns! Aktivierungssysteme. So, jetzt kommt das Spiel wieder in Fahrt. Ja, weil wir nach und nach wird's immer besser. Schon mal meine Tanken oder sowas. Ach, den habe ich schon zerstört. Hier ist wieder so ein Banditenunterschlupf. Naja, warte mal, eben den auf dem Weg dahin. Level 2. Nein, keine Kraftausdrücke, wenn ich bitten darf, ja? Oh, Nanotretenverstärker. Ja, ich denke mal, die Kiste ist oben gewesen. Oder nicht? Ist die Muschel irgendwo sein? Ach ne, ein Datenpad. Ah, diese Datenpads, ne? Aber ich weiß, dass oben gerade eine Kiste lag, stand. Ach ja, stimmt ja, das kann ich ja jetzt auch. Alter, ich bin so richtig herbe. Okay, wollte nur mal gucken. Da fehlt nur noch eine Kiste.
Okay, hier verlasse ich... okay. Systeme. Und nächste Runde. Ja, der Berlin-Unterschlupf weiß nicht klar. Ja. Aber warte mal, ich kann doch bestimmt. Kontrollieren Level 10. Ah, cool. Success. Ja, da habe ich noch alles zu tun, ne? So, Upgrades sehen. Was ist das denn? Druck ist schon nice, ne? Oh, cool, Lenkraketen. Die werde ich definitiv kaufen. Schleudersitz? Okay, das ist mittlerweile so geil, ne? Cool, ich kann auch das Fahrzeug rufen. Oder muss ich dafür erst irgendwie... Naja, ist ja egal. Nähere mich der Stiernackenfestung. Gut. Gulo trägt ein Locust-Gerät bei sich. Technologie für Informanten. Es gibt ein Signal ab, das du auf dieser Frequenz empfangen kannst. Echt raffiniert. Achtung, Gefahr! Na, warte, da. So. Leite Standby-Modus ein. Systeme regenerieren. Normalzustand wiederhergestellt. Systeme regenerieren. Bin zurück, Walker. Mir geht's gut. Das ist schön. Mir geht's auch gut. Hier halte ich noch eine Menge aus.
Nein, 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 keine bösen Wörter, wenn ich den darf. Ah! Naja, anscheinend seid ihr doch nicht so gut, wie ich dachte. Boah, 7 Lagerkisten sind hier. Ach, du meine Güte. Aber die sind gut gepanzert. Gar nicht sehen, ist zu dunkel. Aha. Ah, warte mal, das ist eine Art Truhe. Gar nicht gesehen. Oh, fett, 5 Autoteile. Das kann ich jetzt vertragen. Eure Unsterblichkeit halte ich gerade für maßlos überschätzt. Oh.
Keine Ahnung, was das war, aber ich glaube, der war nötig dafür. Ich weiß zwar nicht, wer das war, aber... Oder was das war, ist dann irgendwie so eine Art Elite. Eliminiere Schwaudet. War jetzt nicht leicht, wenn ich ehrlich bin. Aber hat Spaß gemacht. Ja, wo ist denn jetzt die Route? Wahrscheinlich hier mitfahren, ne? Gulo. Tot. Aber das Signal ist noch aktiv. Sie muss den Locus verschluckt haben. Tut mir leid, Gulo. Es wird jetzt etwas eklig. Oh, tut mir leid. Marsch, die Schraubet haben mich. Konnte nicht abhauen. Bin eingesperrt, während ich das hier aufnehme. Wir sehen uns wohl nicht wieder. Damals der einzig redliche Typ, den ich kannte. Die Koordinaten zum Obrigkeitsbau sind auf dem Locus. Ich werde das Teil jetzt runterschlucken, wie du gesagt hast. Hoffentlich schützen sie mich nicht auf. Du wirst mich über das Signal finden. Adios, mein Freund. Marshall, schlechte Nachrichten. Gulo, sie ist tot. Verflucht. Ich werde sie vermissen. Adios, alte Freundin. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Dafür gab sie ihr Leben. Der Locus. Die Koordinaten zum Obrigkeitsbau befinden sich darauf. Dann los. Bring in Erfahrung, was für ein Sicherheitssystem Sie nutzen. Bin unterwegs. Wenigstens wird Ihr Tun nicht umsonst gewesen sein. Das kannst du laut sagen. Sie wird in diesem Kampf bei uns sein. Ach, da ist mein Haus. Aber es hat funktioniert. Ja, das mache ich nochmal. Boah, mittlerweile richtig viel erledigt. Das ist Vineland. Schade. Aktiviere Systeme. Ja, arme. Ich stelle mir das auch ganz schrecklich vor, gefoltert zu werden. Also ich will ein Mensch, der so... Der, wenn man sich mit dem Papier schneidet. Da will ich schon alles erzählen. Also ich bin nicht gerade schmerzempfindlich. Also da geht es sehr schnell. Aber...
habe hier noch was anderes entdeckt, ne? Ach, den Obrigkeitswacht. Den habe ich zerstört dahin? Kann mich gar nicht mehr erinnern. Naja, Gott mir zugute. Ah, warte, ich muss drehen, ich bin falsch. Ich muss hier rein. Marshall, Gulo hat nicht übertrieben. Das ganze Gebiet wimmelt von Immortal Shrouded. Diese Penner haben Gulo auf dem Gewissen. Versuch reinzukommen und mir die Info zu beschaffen. Aber pass auf, es sind üble Wichser. Ich hol dir, was du brauchst. Die werden schon noch sterben. Komm bald wieder, Walker. Ja. Ich komme nicht so leicht davon. Die Obrigkeit war lange nicht hier, so viel kann ich dir sagen. Wird das auch klappen? Vertrau mir, ich kenne die Obrigkeit. Die verpassen dem Laden einfach einen neuen Anstrich. Von hier aus finden wir einen Weg, um ihren Datenstrom anzuzapfen. Ist das irgendwie weiter rum oder so? Weil ich sehe jetzt hier gerade gar nichts, was hier irgendwie entfernt ist. Na, ich sehe da immer weiter. Ah, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Boah, ich hab keine Ahnung, ey. Die Lichter, die sind so grell, ne? Ja, tat weh. So, aber auch. Man kann nicht sehen. Jedes bisschen. Da kommen wir hin und dann weg. So, ich habe da bald einen Pluspunkt. So, wir haben ja vor Außenposten. Der war ja ziemlich nah am... Marshall, ich stehe vor einem gewaltigen Chaos. Die Shrouded haben einen alten Hauptprozessor notdürftig mit dem Uplink der Obrigkeit verbunden und saugen so Daten aus der Hauptverbindung. Die Arschlöcher haben uns die Arbeit abgenommen.
Lade so viel herunter, wie du kannst. Die Daten kommen rein. Es klappt. Das ist eine Goldader. Ich habe die Infos für ihr Sicherheitssystem. Oh, ich wusste nicht, wie stark der war. Der ist Feuer, Alter. Wer kommt mit einem Panzer hier angerannt, hä? Ich bestimmt nicht. Muss ich den jetzt irgendwie verteidigen oder? Ich hab jetzt... Wenn ich ehrlich bin, ich habe jetzt den Plan vergessen. Nö, ich kann es abhauen. Okay. Ich dachte, ich müsste sehen, wie den jetzt wieder hier in der Zeitung. Verschissene Obrigkeit. Warum taucht ihr erst auf, nachdem die Shrouded tot sind? Ja, aber echt, also... Ah, ich seh nichts. Ich seh nichts. Zurück. Mit diesen Infos kann ich den Scrambler im Handumdrehen fertigstellen. Projekt Dagger, wir kommen. Bin unterwegs. Ist hier irgendwo ein Auto für mich? Ein fahrendes Auto, meine ich. Funktionierende. Ich kann das Auto nicht rufen. Doch! Oh, perfekt! Aktivieren Sie es! So... Dann... wo war er denn? Wo war er denn? Wo war er denn? Thema! Ah, nee, nee, danke, danke. Oh, ich finde aber die Mucke so gut, ne? Ja, am Anfang, ja, war ein bisschen schlecht, aber es wird richtig cool mit euch. Ah, den habe ich zerstört. Marshall, bin zurück in Gunbarrel. Wunderbar, komm zum Arsenal.
Systeme regenerieren. Ich muss sagen, das ist was gut. Viel Glück da draußen. Ja, wir haben geöffnet. Ja, falls wir nicht blind werden, so. Ich möchte mein Phoenix ein bisschen weiter upgraden. Oh cool, ich kann jetzt hätten. Kein Umtausch. Jaha. Wie steht's? Hey, wie geht's? Wie steht's? Also ganz ehrlich, man kann nicht mal aufräumen. Also, wie sieht es aus, Marshall? Ist alles bereit? Es funktioniert wie geschmiert. Dank dir und Gulos Opfer ist der Scrambler jetzt voll einsatzbereit. Arschtritt voraus! Nimm ihn mit. Er ist ein neuer bester Kumpel. Diese kleine Schönheit beschützt dich vor Obrigkeitstech, die dein System angreift. Eine feine Sache, vertrau mir. Aber es fehlen noch zwei wesentliche Teile, um das Puzzle zu vervollständigen. Das eine bekommst du von Lusum Hager in Wellspring, das andere von Dr. Quasia. Mit allen drei Teilen steht Projekt Dagger nichts mehr im Weg. Gut, wird erledigt. Ja. Ich muss mal gucken, wie lange ich ihn aufnehme. Hi! Danke schon recht lange, ne? Dann würde ich sagen, ich beende mal die Folge. Über Likes, Kommentare und Feedback würde ich mich immer gerne freuen. Oder schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt Rage 2. Tschö, tschö.